Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zum neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit den Spigen Liquid Air Hülle. Sie ist kompatibel mit dem Google Pixel 8. Und es gibt sie in Schwarz, Navyblau und Abyss Green. Dieses Spigen Google Pixel 8 Case macht unsere Security, sprich der Kampf gegen die Kratzer am Smartphone, nämlich gut mit. Wir haben ein gemustertes TPU für die Vermeidung von Fingerabdrücken. Und Fingerabdrücke gibt es auf dem Galaxy. Google. Entschuldigung, auf dem Google-Gerät wirklich. Die besagten Fingerprints bleiben natürlich nicht aus, sind aber bei der oder auf der Kunststoffoberfläche sehr sichtbar beim Google-Gerät selber. Eckschutz durch die Air Cushion Technology, denn das besagte Smarty, Google Pixel 8, hat jetzt zwar einen Aluminiumrahmen, geht aber jetzt nicht sehr weit über oder überhaupt nicht über das Screen selber. Das heißt, wenn euer Smartphone einen Faceplant hinlegen würde, ja, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das Screen darunter leiden wird. Wir haben Spiderweb auf der Innenseite zum Stoß absorbieren. Das heißt also, da hat jetzt keine Spinne sein Nest oder so, sondern das ist eine Struktur, die ganz minimal Lufteinschlüsse dadurch hat, durch die verwebte Oberfläche. Und dadurch wird eine ganz minimale Bumperwirkung erzielt, obwohl sie trotzdem sehr eng anliegend ist. Schutzrahmen für das Display und für die Kamerasysteme. Bei den Kamerasystemen ist es nämlich genauso. Die gucken auch ganz schön an so einem Aluminium-Vorbau hinterm Phone heraus, was dort natürlich prädestiniert ist, um Kratzer zu bekommen. Maßgeschneidert für alle Anschlüsse an unserem Smarty. Das ist sehr positiv. Es ist modern und einzigartig mit dem Liquid Air auf dem Markt. Es ist slim, also es ist sehr richtig gut auf Maß gefertigt und hat zusätzliche Tiefe für die optimale Schlankheit. Das Schöne ist, sie ist flexibel, weil aus TPU-Material. Angenehmer Airgriff und wir können das Teil trotzdem aufladen, also Smarty können wir trotzdem aufladen. Es ist nämlich 100% Qi. Durchlässig. Wir haben eine glatte, matte Beschichtung mit rutschfestem Trustmaster auf der Seite. Modern, Diggers. Anti-Rutsch und Anti-Fingerabdruck serienmäß. Wir wählen ganz unseren eigenen Stil. Mit Abyss Green, mit Navy Blue oder mit Matt Black. Mit einem umfassenden Schutz kommen die Ecken daher. Air Cushion Technology. Und erhöhte Kanten schützen das Gerät vor Stürzen und Kratzern. Oder während Stürzen und vor Kratzern. Ja, we can trust on that. Wir schauen an, was so drin ist. Das Ding hier hat das Logo von guten alten Spingen am Start. Something what we want. Produkt ist abgebildet hier auf der Seite. Es ist also für das Pixel 8 gebaut, hat alles, was wir brauchen, mit am Start, um eine vernünftige, protektive Darstellung durchzuballern. 90% recyceltes Papier, sehr schön. Und es ist made for the Google Pixel mit dem Google-Symbol selber. Wir ballern das mal hier oben auf und schauen uns an, wie das Ding so aussieht. Ist jetzt nicht so spektakulär hier am Start. Ein Füllchen, eine Folie drumherum. Wir holen das jetzt mal raus. So. Okay. So, was haben wir hier? So sieht es hier aus. Wir haben alles vernünftig ausgeschnitten, wenn ich das so richtig sehe. Also wir haben einen schönen Abguss vom Gerät gemacht, das dann negativ und dann wieder in Positivform gebracht. Und hier ist so ein Spider-Web-Design. Und dieses Spider-Web-Design ist so designt, dass dort
Kanäle sind, die halt etwas Luft einschließen bzw. Luft zirkulieren lassen. Und dadurch gibt es natürlich die Möglichkeit einer minimalen Dämpfung. Nur deshalb. Aliquid TBVLS steht da drauf und Spüggen. Und unten steht MP620LA-2. Da steht noch Spüggen Incorporated in Irvine, California. Und es ist aus South Korea. Es ist mal kein Made in China. Es ist wirklich in Südkorea gebaut worden. Ich bin geflasht. Dann haben wir oben Air Cushion Technology. Das heißt also, in diesen Eckbereichen hier, dort haben wir Luft eingebaut in das System, die dann dort extra an den Kanten noch mehr Schutz mit sich bringen soll. Das ist an jeder Kante so. Und an der oberen Seite der Kanten, hier oben, ist es natürlich mehr. Warum? Wenn das Phone fallen würde, haben wir hier oben natürlich den Kamerabereich des Phones. Der ist etwas schwerer als der Rest. Das heißt, höchstwahrscheinlich wird es so auf den Kopf aufkommen. Deshalb hat der Hersteller dann gesagt, gut, hier oben haben wir natürlich auch eine Schwachstelle am Produkt. Warum? Weil hier sozusagen die Dicke durchgeht und aufhören muss und dann hier hinten wieder anfangen muss. Und dazwischen muss ja dieser Aluminiumrahmen passen vom Gerät. Und deshalb sind die hingegangen, haben das hier verstärkt. Smart. Okay, guck mal an die Seite. Wir haben über unseren Tasten, sprich Power Button, Volume Up, Volume Down, haben wir auch nochmal Silikonknöpfe, die dann dort einen Schutz vornehmen. Und wir haben, warum auch immer auf der rechten Seite, zwei Aussparungen, die ich jetzt nicht verstehe. Vielleicht wollte Google an seinen Pixel 8 auf der rechten unteren Seite noch irgendwas machen. Oder Spiggen hatte einfach Bock, da nochmal eine Belüftung einzubauen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Dann schauen wir die untere Seite. Aussparungen für Mikrofone, für Zugang zum USB-Area, also auch alles da, was wir brauchen, auch vernünftig, gut. Vernünftig gefräst oder vernünftig rausgeschnitten, vernünftig gegossen. Branding an der Seite, da ist ein Spiggen am Start. An der Seite haben wir so eine raue Oberfläche, damit das mehr Grip gibt, auch sinnvoll. Hier oben haben wir eine Aussparung, weil dort ja dann auch das Mikro ist. Rückseite, Wabenkristall oder Dreieck. Design im Großbereich. Warum ist das gewählt dort? Um keine Fingerprints mehr zu hinterlassen. Das ist echt sinnvoll, denn das Pixel 8 ist sehr Finger-Toucher anfällig, finde ich. Dann haben wir hier einen erhöhten Bereich, der dann unser Kamerasystem schützen wird. Warum? Das Kamerasystem ist nämlich herausgestellt aus dem Smartphone selber. Dann diese Seiten hier, diese Kanten sind immer so Drecksfallen. Das heißt also, bevor ihr das installiert, das Smartphone, solltet ihr es richtig reinigen. Also mit Alkohol, Reinigungsalkohol zum Beispiel und einem Tuch. Und danach solltet ihr es fusselfrei absehen, weil dann wird es hiermit nämlich überzogen und sollte danach geschützter sein. Aussparungen für alles, ne, für Flash und Sensoren, alles am Start. Alles Jod, das ist doch schön. Nee, es sieht sehr wertig aus. Es fühlt sich flexibel an, wie ihr seht. Ich kann es wirklich banden, aber es ist jetzt nicht so ein Silikon-super Dünnhaufen, wie ich manchmal habe. Das ist ja dann wirklich, da habt ihr so einen Silikonlappen in der Hand. Hier ist schon Struktur drin. Also man kann es bewegen, man kann es zu einem bestimmten Teil bewegen. Nur, das ist auch wichtig, wenn es wirklich mal droppt und irgendwo richtig so bam, bam, sollte es dort nämlich dann auch ein wenig gegenhalten können. Aber nicht zu viel gegenhalten, denn dann, wenn es zu krass hart ist, würde es ja den Fall nicht abfedern und dann eventuell doch Schaden durchführen. Aber hier, glaube ich, hat der Hersteller einen Mittelwert gefunden, um dort vernünftig verarbeitet auch gut aufgestellt zu sein. Und das Spiderweb-Design sieht cool aus. Ohne Frage. Das ist Spiggen Liquid Air Hülle, kompatibel mit dem Google Pixel 8. Es gibt es in Schwarz, es gibt es aber auch in Abyss Green und in Navy Blau. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich,
gib mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun, zun.